Der Online-Supermarkt Picknick hat angekündigt, seine Waren ab sofort auch an Sonntagen an die Kunden auszuliefern. Allerdings zunächst nur in der rheinischen Stadt Viersen. Damit sollen zuletzt aufgetretene Lieferengpässe verringert werden. Anfang März hatte die Politik den Weg zur Sonntagsöffnung für traditionelle stationäre Supermärkte freigemacht. Damit sollten die damals möglich erscheinenden Versorgungsengpässe durch die Corona-Krise von vornherein ausgeschlossen werden. Die Platzhirsche Rewe, Edeka, Aldi und Lidl nutzten die Möglichkeit zum Sonntagsverkauf bisher allerdings nicht und verwiesen auf die ohnehin hohe Belastung der Beschäftigten. Doch wegen der Corona-Krise verlagerte sich auch im Lebensmitteleinzelhandel viel Geschäft ins Internet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist die Zahl aller Online-Transaktionen zwischen dem 23. März und dem 30. April nach vorläufigen Ergebnissen um 50% gestiegen.